Landsberg am Lech, vor den Toren der Stadt, in der Adolf Hitler das Buch Mein Kampf geschrieben und die Vernichtung der Juden zum Programm erhoben hat, machen US-Soldaten der 12. Panzerdivision am 27. April 1945 eine entsetzliche Entdeckung. In und zwischen den noch schwelenden Erdhütten des KZ-Lagers Kaufering 4 finden sie die Leichen von 268 bei lebendigem Leibe verbrannten Männern. SS-Wärter hatten die Erdhütten der schlafenden jüdischen Häftlinge mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt, weil sie ihnen wegen Schwäche oder Krankheit für eine Evakuierung vor den anrückenden Befreiern nicht mehr geeignet erschienen. Seit Sommer 1944 hatte die SS etwa 30.000 noch arbeitsfähige Häftlinge aus Auschwitz und anderen Konzentrationslagern in den Raum Landsberg geschafft, als Arbeitssklaven für den Bau gigantischer bombensicherer Montagehallen. Dort sollte die Wunderwaffe der Messerschmitt-Werke, das Strahlflugzeug Me-262, in Serie gehen. In den Lagern Kaufering 1 bis 11 und auf den Baustellen der Firmen Leonhard Moll, Dickerhoff und Wittmann, Held und Franke und Philipp Holzmann, auf denen das Projekt unter der Tarnbezeichnung Ringeltaube in mörderischem Tempo vorangetrieben wurde, starben etwa 15.000 Menschen durch Arbeitsbedingungen, Hunger, Krankheit, Mord und Folter. Der Landsberger Lehrer Anton Posset hat nicht nur dieses Filmmaterial für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ohne ihn wären auch die 11 Kaufringer Lager zugewachsen und vergessen. Dieses Lager ist der Ort im wortwörtlichen Sinne des Ende des Holocaust. In den 90er Jahren hat man diese Kiesgrube dann ausgebaggert. Und beim Ausbaggern wurden die letzten Reste dieses Lagers also zerstört. Zum Beispiel, wenn Sie da rüber schauen, das war der Kartoffelbunker. Der lag also in dem Weg, auf dem wir also heraufgingen, in dem sich 8 Häftlinge, und es waren auch 8 Überlebende von dieses Holocaust, hineingesprungen sind und dann gewartet haben, bis die Amerikaner gekommen sind und sie befreit haben. Und 1990, als man dann diese Kiesgrube gemacht hat, wurde sogar noch die Heiligkeit des Friedhofs zerstört, also da in der Höhe. Es ist so, es kamen die Knochen zum Vorschein von denen, die also hier bestattet worden sind. Und es hat sich eigentlich niemand gerührt. Also ich war, ich muss so sagen, ein Rufer in der Wüste. Ich habe alle Leute gebeten, sie sollen behilflich sein, dass dem ein Ende bereitet wird und dass dieser Ort in Würde bewahrt bleibt, wenigstens so lange, bis der Letzte, der hier als 16-Jähriger oder 15-Jähriger also deportiert war, gestorben ist. Aber auch das hat man nicht getan. Man hat mich vielmehr lächerlich gemacht. Der Bürgermeister, der, auf dessen Grund sich das befindet, hat dann einen Leserbrief geschrieben und hat mich der Öffentlichkeit preisgegeben. Man hätte hier schon ab und zu Schafsknochen gefunden, aber mit dem, was die Lieblingsbeschäftigung vom Herrn Posset ist, hätte das nichts zu tun. Aber es sollte ihm nicht die Ferien vergehen. Nach den Ferien wird Anton Posset in der Stadt, die in den 30er Jahren mit Hitlers Festungshaft Touristenwerbung machte, nicht mehr unterrichten. Der Kultusminister hat die Versetzung des Vorsitzenden der Bürgervereinigung Landsberg verfügt, die durch ihre Arbeit gegen das Vergessen das Image der Stadt gefährdet. Manche Stadtväter reiben sich die Hände. Dass sich Landsberger zum Teil mit diesem Thema schwer tun, das ist nicht zu bestreiten. Das ist, ich sage, ein schmerzliches Kapitel unserer Stadtgeschichte. Wir hätten lieber eine ganz lupenreine Geschichte, wie viele anderen lupenreihen sozusagen, dass hier nichts Besonderes war, sondern nur der gewöhnliche Nationalsozialismus, halt wie im gesamten Reich damals er sich entwickelt hat, gewesen wäre. Das wäre natürlich sicherlich auch mir lieber.